Moin! So, ihr seht richtig. Gabi. Gabi und ich, wir sind wieder eins. So, wenn ihr jetzt denkt, ich war eine Alberta, habt ihr euch geschnitten. Das funktioniert nicht. Wurde getauscht. Und was denkt ihr, was ich mache? Natürlich fahre ich jetzt nach St. John und hole meinen Trailer. So, dann wollen wir mal sehen. Also Lenkrad ist ruhig, also sie eiert nicht. Aber das war mir klar, weil der Reifen vorne rechts ja auch so aussah. Aber wollen wir mal gucken. Angeblich ist es hier ein Phänomen auf der rechten Seite. Ich habe das schon mitgekriegt, das stimmt. Dass auf der rechten Seite wegen den Straßen hier immer zuerst das nutzt. Aber das sah mir doch, das Bild sah mir halt ein bisschen. Sah mir halt ein bisschen komisch aus, verstehe. Aber ich habe sie wieder und es geht ein Kurztrip, es wird ein kurzes Video werden. Wenn ich sage, wird ein kurzes Video, also unter 40 Minuten. Weil ich mal eine Zwischenrunde, es war ja geplant, ich habe ja gesagt, wir fahren raus nach Alberta. Dann wurde am Dienstag, wo ich als zu Hause war, kam eine Message, nee, das wird nicht, wann kannst du wieder rausfahren? Ich sage, naja, so wie ich gesagt habe, Donnerstag, kein Ding. Ne? Und daraufhin hat man mich dann, hat man mir dann ein neues Dispatch geschickt und unter anderem war dann halt, ja. War dann halt meine Dispatch Razor heute. Und dann weiter Richtung Corbeck, morgen eine Rückladung aus Quebec und dann ist ja wieder Wochenende, weil es ist Thanksgiving in Kanada. So, ich denke, ich werde also entweder kriege eine Holzladung und muss Sonntag rausfahren. Das heißt nach Virginia oder irgendwo hin. Das kann schon mal passieren. Würde jetzt aber auch nicht so schlimm sein. Oder aber es wird wieder Razor und es geht. Weil wir haben eh eine Holzladung zu stehen auf dem Hof, hab ich gesehen. Es geht dann Direction wie immer. Also das weiß ich jetzt noch nicht. Geschrieben haben sie most likely, also was heißt, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass ich das wieder mache. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. Dann mache ich mir jetzt auch erstmal keinen Kopf. Weil das sieht blöd aus mit zwei Köpfen. Und insofern fahren wir, was da kommt, war. Ich meine, wenn sie sagen, fahr nach A, dann fahr ich nach A. Und wenn sie sagen, fahr nach B, dann fahr ich nach B. So einfach machen wir das.
herzlich willkommen am Nachmittag noch in New Brunswick. Ich bin mit meiner Ladung wieder unterwegs Richtung Quebec natürlich. Ich habe beladen, Wetter ist schön hier oben, richtig schön. Und ich wollte eigentlich mit Gabio duschen fahren, aber die Wartezeiten sind doch 2 Stunden. Und das war mir dann ein bisschen zu lange. Ich hatte 3 Trucks vor mir, der eine war eine halbe Stunde. Die anderen beiden, naja, kann man ohne Stunde rechnen pro Truck. Also doch schon eher 2,5 Stunden, bevor du da drin bist. Und dann musst du selber ja nochmal dran. Naja, gut, dann komm ich heute nicht mehr an, weißt du. Also habe ich mir gesagt, weiter jetzt im Text. Gucke ich morgen, ich fahre morgen zurück, mal sehen, ob ich morgen Zeit habe. Je nachdem, was ich für eine Ladung drauf habe auch, aber interessiert mich eigentlich auch nicht. Wenn es rohe sind oder so, dann ist das eh egal. Dann werde ich auf jeden Fall da noch hinfahren. Ja, wir kommen hier in Plaster Rock und Perth Andover. Da sind wir gerade auf dem Weg. Ich habe jetzt ungefähr noch eine Stunde, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde bis Dijeli oder bis Madawaska, da werde ich stoppen, ja, kurz duschen gehen und dann weiterfahren Richtung Quebec City. Ja, wie gesagt, leider nicht waschen. Aber bei so einem Wetter sind natürlich die Dinger meistens voll. Und ich habe die Zeit ja nicht, wie gesagt, mich da anzustellen. Weil dann würde wieder alles im Allen richtig viel Zeit kosten. Und dann komme ich heute Mitternacht da an. Da habe ich den Bock drauf. Könnte ich machen, aber. Nee, komm. Gucken wir morgen am Rückweg. Ich sag, wenn ich Glück habe, ich fahre mal runter da. Meistens dann sowieso noch mal tanken. Und ich sehe da keinen stehen, dann fahre ich auf jeden Fall noch mal durch. Die haben bis um 8 Uhr abends auf. Das sollte ich eigentlich noch schaffen, morgen bis Woodstock bis um 8. Je nachdem, wo ich lade. Ja. Ansonsten versuche ich Samstag früh, da haben sie auch offen. Schauen wir mal. Wetter soll eigentlich okay bleiben, soweit ich gesehen habe. Also ist alles gut. Ich hatte auch gestern, ich hatte wieder interessante Diskussionen. Nicht Diskussionen, aber Topics, über die man sich unterhalten hat, auch mal mit Studenten, mit Leuten, die studieren und in Toronto und ja, hier auch. Das System, also wirklich, wenn ich, ist wirklich meine Meinung, also ist eigentlich das einzige und allein meine. Also wenn ich irgendwas zu sagen hätte, ich würde das Bildungssystem, so wie es ist, abschaffen. Einfach abschaffen, das Bildungssystem. Und erneuern. Mit bei denen. Gut, aber das gehört hier nicht her. Weil hier geht es um was anderes. Hier geht es um Indian Summer, hier geht es um Trucking. Aber es ist schon Wahnsinn. Wenn man sieht, wo die Entwicklung hingegangen ist in den letzten Jahren, ist ja nicht nur jetzt, ist ja schon in den letzten 10, 15, ich würde ja fast ja schon sagen 20 Jahren. Wenn man sich mal da mit der Geschichte beschäftigt, auch im Bildungsverein, wo wir hingekommen sind. Wir sind ja wenn wir noch daran denken, wie wir unsere Hausarbeit machen mussten, auch in der Ausbildung oder was auch immer. Wir mussten ja noch lesen, wir mussten auch wirklich Dinge begründen und nicht A, B, C oder D ankreuzen. Da braucht man nicht. Das ist ja heute nur noch so. Das ist mal ein Fakt, der mich eigentlich stört und dann bei Kindern man selber denken muss. Und natürlich auch nicht gewollt ist. Und wenn man dann sagt, man muss sich das nur mal vorstellen, das hat mich so ein bisschen, das ist für mich sehr, sehr bezeichnend eigentlich auch, ist, wenn man mal, nur einfach mal ein Beispiel nimmt, das Thema, der Komplex ist viel, viel größer und jeder hat da seine eigene Meinung, aber ich habe halt damit nur meine, wenn man die Firmen gehen in die Highschools und sagen, Leute, studiert, wir brauchen euch, studiert. So, was passiert denn? Erstens kann sich das Studieren kaum noch einer leisten. Es leisten sich aber alle, und zwar in Form von Kredite, was man aufnimmt, um das Studium finanzieren zu können. Jetzt finanziert man das Studium
Und muss sich natürlich verpflichten, das nachher, das kenne ich auch noch von England, das ist aber hier ähnlich, das System. Du musst ja nur, wenn du über einen gewissen Amount verdienst, musst du ja anfangen zurückzubezahlen, weil das ist ja nicht umsonst, was man dir über 4 Jahre gibt. Ja? Das heißt, was passiert ist, man treibt junge Leute, die wirklich 18, 19 Jahre sind, schon mal voll komplett in die Schulden. Komplett. Damit sie schön im Hamsterrad drinstehen und sich mitdrehen. Ja, und keiner auf die Idee kommt, eventuell was anderes zu machen. Jetzt frage ich mich aber, wenn jetzt jeder studiert und wir haben nachher in jedem Büro 500 Leute zu sitzen, die alles ausdenken und entwickeln können. Es kann ja sein, dass jetzt schon irgendwo was existiert, was ich jetzt nicht weiß oder ja, wo man an der Hand von der Matrix verschiedene Komponenten zusammensetzt und das dann auch gleich als physikalische, wie sieht jetzt zum Beispiel Maschine oder was auch immer, dann herauskommt. Bin ich jetzt nicht darüber informiert, also gehe ich davon aus, noch nicht so. So, das heißt, es lernt ja keiner mehr, die Dinge auch dann nachher, seit im Bereich von Umwelttechnik, seit im Bereich Maschinentechnik, die Dinge dann nachher auch zu installieren, einfach zusammenzubauen, das will ja gar keiner mehr lernen. Ja, ob es nun um neue Heizungssysteme geht, ich weiß nicht, wer denn die Heizungssysteme noch baut und installiert, wenn wir keine Leute mehr haben, die da praktisch können. Wenn wir alle haben, die im Raum sitzen und studieren und wissen, wie theoretisch geht, aber keiner kann es mehr praktisch umsetzen. Es ist aber in gewisser Weise eine Entwicklung, die ist irgendwo für mich, wenn ich eine Entwicklung betreibe, und das ist ja nicht nur, ich habe es in England gesehen, das ist ja wahrscheinlich in Europa dasselbe, und ich habe es jetzt, wie gesagt, hier aus erster Hand miterfahren oder seht ja jetzt auch, wie das abläuft. Es ist nur mal ein Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel studierst, okay, du bezahlst, habe ich die Zahl schon wieder vergessen, siehst du mal, wird älter. Aber das war keine kleine Summe. So, die du, ich glaube, 20.000, 25.000 pro Jahr oder so musst du bezahlen, je nachdem, wo du studierst, welche Universität und so weiter und so fort. Jetzt kommt dazu, dass man natürlich die Studenten dann auspresst. Das macht man ganz geschickt, wenn ich zum Beispiel sehe, ich weiß es ja, das ist die Adresse, wo ich es weiß, dass zum Beispiel so ein Chevian Apartment, ich muss es wirklich so sagen, ein Apartment mit was man sich nicht größer als eine Küche ist, ja, wo man kein normales Bett drinsteht, einen kleinen Tisch hat und wenn du Glück hast, hast du eine kleine Toilette drin, ja. Dafür musst du 1.900, 1.800 oder über 2.000 Dollar in Toronto zum Beispiel bezahlen, wenn du studieren willst. So, wenn du irgendwas in der Stadt haben willst, ja, oder du musst eben irgendwo raus, bezahlst zwar weniger, bist aber 1,5 Stunden unterwegs jeden Morgen und jeden Abend natürlich. So, das heißt, es wird irgendwo der Studentenlohn oder sagen wir mal, das, was du bekommst, wird für die Mieträume gebraucht und nebenbei gehen die meisten oder sagen wir mal sehr viele, und ich kenne persönlich da auch welche, die dann ihre Kohle im Sommer verdienen müssen, damit sie dann die Studiengebühr irgendwo dann auch bezahlen können. Weil von irgendwo musst du die ja bezahlen, weil ja die andere Kohle brauchst du ja für die Miete. Dieser Irrsinn, der macht mich einfach nur, der enttäuscht mich. Der wirklich enttäuscht mich bis aufs, das System und die Art und Weise. Wie kann man von Studenten, die ausgepresst werden, nach Strich und Faden, sag mal, außer die natürlich. Es wird immer die geben, wo die Eltern einen Haufen Kohle haben und dann sagen, ja, brauchst du dir keine Sorgen machen, die 2.000 Dollar im Monat, die haben wir schon, die bezahlen wir schon dafür, da brauchst du keinen Kopf machen. Die haben aber trotzdem die Kredite aufgenommen, logischerweise, weil komplett halt nicht reicht. Ne? So, du bringst solche jungen Leute in die totale Abhängigkeit. Ihr wollt, ungewollt, who knows. Ja, aber das sieht mir verdammt komisch aus.
Das hat mich nun mal jetzt so ein bisschen beschäftigt und ich weiß, dass es überall so aussieht. Das Prinzip wieder, das Prinzip ist ja überall so eben. In England weiß ich, dass es genauso ist. Und wahrscheinlich ist es in Deutschland nicht anders. Da ist es ja auch so mit BAföG und so weiter. Da habe ich ja jetzt auch mitgekriegt wieder, dass es immer noch so ist. Und klar kannst du studieren, du nimmst du BAföG auf, aber wenn du einen gewissen Anteil verdienst später, musst du ja wieder zurückzahlen. Ist ja nicht so, dass du ja, oder sagst du, okay, dann verdiene ich halt nichts und wollen nicht zurückzahlen. So läuft es halt nicht. Natürlich ist es eine Möglichkeit, aber auch da zählt wieder, jeder soll ja auch, wer möchte, der kann ja auch, habe ich nichts dagegen. Aber dann sollen doch auch die Firmen bitte wieder in die Highschools gehen, in die Oberschulen und sagen, Leute, das lohnt sich wieder hier, diese handwerklichen Berufe zu machen, weil wir haben nichts mehr. Kann ich ja, wie gesagt, falsch sehen, aber leider ist die Entwicklung, habe ich die in mehreren Ländern jetzt so verfolgen können, ist dieselbe. Und da kommt bei mir so ein bisschen der Gedanke, oder sagen wir mal, die Richtung, in die ich dann denke, wo ich sage, hoppala, warum ist es denn überall gleich? Ja, ist ein Wahnsinn. Ist echt ein Wahnsinn. Und ob das nun Moncton ist, ob das in Toronto ist oder ob das woanders ist, ich denke mal, ist überall die gleiche Situation. Die Studentenunterkünfte sind richtig teuer. Ja. So. Alle studieren nur noch. Alle studieren nur noch. Sich Gedanken darüber machen, um vernünftige Ausbildung, den Leuten Ausbildungsberufe, attraktive Ausbildungsberufe auch im Handwerk einzurichten. Ob das hier ist, ob das in England ist das sowieso Ausbildung im praktischen Beruf. Ja, Praktikum nennt sich das. Es gibt natürlich große Firmen, die bieten dann eine Ausbildung an. Das habe ich zufällig auch mitbekommen. Die kommen dann noch in Schulen. Aber im Endeffekt geht es darauf hinaus, dass man studiert, da zusammenhängt, um die Leute, um die jungen Leute halt abhängig zu machen. Eine Sache, die mich sehr, sehr stört und die ich überhaupt nicht, die ich absolut nicht richtig finde. Sei es drum. Wollte ich nur mal loswerden. Es ist halt eine Sache, über die halt mich dann, weil man muss das große Bild mal sehen. Man muss das große Bild mal sehen, wann hat es angefangen, wann ist die Entwicklung dahin gegangen und ich meine, dass das schon viel früher angefangen hat, um die Entwicklung genau dahin zu führen, dass im Endeffekt halt keiner mehr weiß, wie hier auf der Straße an der Seite wieder geöffnet wird oder wie du in eine Leitung verlegst, wie du irgendwelche Anschlüsse machst, wie du Plaste schweißen kannst, wie du Stahl miteinander verbindest und so weiter und so fort. Einfach mal diese normalen praktischen Ausbildungsberufe, ich denke, dass die, tja, ist es so, weil wir nur noch mit Computer arbeiten, weil alles nur noch Komponenten sind, die dann getauscht werden und man eigentlich ja keine Kenntnis mehr davon braucht? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Eine Kombination aus dem, ja, gut, das habe ich ja selber. Das sehe ich ja selber und diese Gedanken sieht man ja schon. Oder sagen wir mal, die Entwicklung hat man ja selber mitgemacht. Ja, dass man doch halt mehr in Komponentenbauweise geht. Früher, sagen wir mal, noch die Dinge repariert hat, wenn sie kaputt waren. Später wurde dann darüber entschieden und gesagt, nein, die werden ausgetauscht, die Teile, weil das günstiger. Ressourcenverschwendung vom Allerfeinsten. Und das ist für mich dann, da können wir dann eventuell mal über Umweltschutz und über Ressourcenschonung reden und so weiter und so fort. Aber das würde jetzt zu weit führen. Darüber macht man sich halt so ein bisschen seine Gedanken und sein Spiel. Ja, nur mal so eingeworfen. Gedanken zum Tage, würde ich sagen. Freut ihr euch auf den Winter?
Ich bin nicht sicher, ob ich mich auf den Winter freuen soll. Noch nicht jetzt. Aber natürlich in einigen Ecken. Der Christian hat gerade geschrieben, dass heute Abend Schneewahrscheinlichkeit gestiegen ist in Hörst. Zwischen 5 und 10 cm. Naja, wir sind in Kanada und wir sind da natürlich, wenn man da nach Alberta fährt oder nach Manitoba, dann hat man natürlich die Eisbärenroute. Und die heißt ja nicht umsonst so. Ein bisschen fahren wir einfach noch weiter, meine lieben Freunde. Moin, meine lieben Freunde. Moin, moin. Ich fahre jetzt gleich los. Ich muss wieder los. Ich war jetzt entladen, wie ihr wisst. Wollen wir ja mal entladen. Was ist denn hier los, ey? Der Jod kommt auch raus. Da muss oben das ganze Gewicht dran hängen. Hätte ich fast gesagt. So. 14, dann müssen wir 15 haben wir gleich. Wir werden euch mal ein bisschen losfahren. Ich fahre jetzt erstmal da hin und lade ab schnell und dann fahre ich laden. Und das mag ich nicht jetzt. Jetzt habe ich gerade meine Britelbrumme, meinen Kaffee. Und jetzt geht's los. Raus hier! Ging schnell, Leute. Naja, kein Duft. Auf geht's nach El Assumption, meine Freunde. Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist Samstag. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ja, etwas verspätet, muss ich sagen, weil ja, gestern war ein bisschen. Ich zeige euch nachher noch. Ich will ja Woodstock nochmal tanken fahren, um nochmal aufzufüllen quasi. Ich zeige euch nochmal kurz meine Ladung. So, da habe ich meinen. Warte mal. Ich habe schon wieder vergessen hier. Ich habe mal einen Tankdeckel aufgelassen. Aber ich bin ja noch an der Tankstelle, wo ich getankt habe. Insofern ist das egal. Ich hätte sowieso noch mal kontrolliert davon ab. So, hier zeigen wir noch mal kurz meine komische Ladung hier, wie man sieht. Ja, ich habe die jetzt, wie gesagt, mit zwei Ketten festgemacht. Trotzdem noch zwei Gurte durch. Jetzt sind im Prinzip Pipes aufgerollt. Aber ja, ein bisschen mit dem Spanngurt da drüben noch die Hölzer festgemacht. Normalerweise hast du hier Holz. Die kannst du schön festnageln, aber ich hatte keine. Ja, ihr wisst schon. Keine Nägel mehr hier so. Hier sind zwei nebeneinander. Ja, kann man so schön sehen, zwei nebeneinander. Hier ist noch eine, selbe in grün, eigentlich mit zwei Ketten gemacht. Und das ist, was ich meine hier, diese Beine da, weißt du? Das ist hier von Technik hier 1492.
Und ich habe lieber die Ratschen. Ja. Du siehst natürlich hier, du schützt die immer so ein bisschen, machst so ein Bungee rum, damit die nicht aufgehen. Aber naja, die haben damals schon, wie gesagt, Kolumbus auf dem Schiff gehabt, um im Hafen festzumachen. Davon geht mal aus. Aber egal, die funktionieren, die Dinger, aber ich mag sie nicht, weil da hast du keine Fühl drin, um die vernünftig einzustellen. Wie gesagt, Pipe, Wheels relativ hoch, Ladung ist fest, ich habe es nicht mehr allzu weit. Und das Restliche ist wieder ein Tarp-Job. A la Bonheur. ja. Und zum Schluss hier hinten, na gut, hinten reicht es nicht ganz, aber das reicht allemal aus. Können wir nochmal kurz von der anderen Seite sehen. Ist ja im Prinzip der normale Kiste, die man immer so macht hier. Ist ein bisschen windig. Ja, hier die andere Seite. Habe ich jetzt, wie gesagt, die Hölzer so ein bisschen hingehalten, Bungee rumgemacht und dann noch Spannung hier rumgemacht und dasselbe hier in grün. Hat alles gehalten. Ich habe, wie gesagt, gestern eine Weile gestanden auf der Waage, die haben es aus dem Fenster raus beobachtet und dann hier ein Spango drüber. Auch noch zur Sicherheit über das Holz und naja. Man hat halt nicht das perfekte Equipment. Das Beste draus gemacht. Zeit kostet ohne Ende. Aber ich habe mir lieber die Zeit genommen, bevor du nachher irgendwo stehst und die Menge wieder irgendwas drum. Und das ist ja nicht richtig. Aber zwei Wagen gut überstanden. Insofern alle gut. So. So, da sind wir wieder zurück. Zurück, meine lieben Freunde. So, ja, wie gesagt, habt ihr gesehen, die Misere, die Miserchen, das Miserchen. Ich bin wieder auf dem Highway und wer jetzt sieht vorne, dass die Motorhaube anders aussieht, das kann sein, weil ich mal wasche. Ja, ich habe gar nicht ein bisschen Wäsche gegeben, war nach Hause wie ich bin gleich reingefahren in die Waschhalle. Das war sehr schön, hat mir gut gefallen. Und jetzt bin ich erstmal wieder clean. Gleich einen Trailer mitmachen lassen. So, rein jetzt hier, wie gesagt, in den Sommer noch ein bisschen bis zum Hof. Wir würde sagen, ich beende das Video mal hier wieder. Das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen, das kriegt ihr am Donnerstag. Ja, also ist das schon schick. Nach dem Ausflug, der Donnerstag. Also nach Montag, dann der Donnerstag. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, bedanke ich mich natürlich mal wieder bei allen. Ganz, ganz recht herzlich, dass er wieder so auch in den letzten Videos wieder vielen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank natürlich für die Likes und für die neuen, die dazugekommen sind. Ich sehe, war letzten Monat wieder etwas über 30, glaube ich, die neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen. Einige sind gegangen, das ist immer so, das ist aber beim Kanälen immer noch relativ normal. Ja. Bleibt mir eigentlich erstmal nichts weiter zu sagen, bleibt gerade. Lasst euch hier runterkriegen von den ganzen Gerödel, was so ringsherum uns passiert. Und was alles so abgeht. Ich könnte nur alleine ein Video darüber machen, aber das will ich nicht. Das will ich nicht. Wir bleiben hier schön bei. Ab und zu kommt mal ein kleines Thema, wie wir das ja jetzt in diesem Video hatten. Mit diesen Situationen. Ansonsten muss ich, wie gesagt, sagen, also es ist immer wieder schön hier morgens, mittags, abends, wann auch immer, hier lang zu fahren bei dem wenigen Verkehr. Und jetzt gerade die Jahreszeit ist einfach herrlich. Klar hast du deine Regentage, hast deine Monatage, die hast du sicherlich wie im Winter auch und wie im Frühjahr natürlich.
Nach wie vor ist das Land meiner Träume und ich bin hier und wir wissen überall, egal wo du hinkommst, ist nicht alles Gold, was glänzt, das wissen wir. Aber das weiß man. Aber der Rest ringsrum ist doch wirklich, ja, das, was ich wollte. So einfach ist das. Und ich werde nicht müde und ich kann mich an dieser Landschaft einfach nicht satt sehen. Ja, das ist hier, ist aber schön, wenn die jetzt so, ich bin jetzt hinter Woodstock schon. Und ja, schön. Wer zwischen Woodstock und Fredericton. Und du siehst überall den Indian Summer. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen, weil heute scheint die Sonne. Ihr habt ein bisschen besseren Blick drauf. Und wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach, ich wollte das Video ja beenden. Nee, alles klar. Vielen Dank an alle Dispatch-Twister. Es geht wieder raus am Montag. Werde natürlich wieder filmen. Wir fahren erstmal kurz in die USA nächste Woche und dann wieder nach Kanada, dann wieder kurz in die USA und wieder zurück nach Kanada. So sieht's aus. So sieht's aus und ja, gucken wir mal. Es bleibt spannend bei uns. Es bleibt alles spannend bei uns. Ich hatte sehr gute Telefongespräche diese Woche. Zwei an der Zahl, was mich sehr, sehr positiv stimmt. Also, wünsche ich euch was. Und dann bis zum nächsten Video. Und wie immer, macht das gut.